Heute vor 13 Jahren, am 24. Juli 2010, starben bei der Love Parade in Duisburg 21 Menschen. Mehr als 650 wurden verletzt. Am einzigen Ein- und Ausgang der Technoparade kam es damals zu einem tödlichen Gedränge. Gestern Abend wurde bei der Nacht der 1000 Lichter an die Opfer erinnert. Etliche Kerzen brannten im Zugangstunnel und am Unglücksort, an dem sich heute eine Gedenkstätte befindet. Zur Stunde findet dort eine öffentliche Gedenkfeier statt.